Ach du Schande. Wie bin ich da jetzt durchgekommen? Alter! Alter! Was, so was komme ich durch ohne einen Kratzer? Hä? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Castlevania Legacy of Darkness, hier 93 Tobi und beim Duellierturm sind wir angekommen. Nix doch. Joho, jihi, jaha. Okay, alles klar. Los, lieber Bullman, lieber Stiermann, lass uns kämpfen, ein heißes Tänzchen. Hey! Was war? Ja, los, renn, renn in dein Feuer. Und dann gibt's hier schön Barbecue. Aber wirklich, wenn man ihn besiegt, kriegt man 3 Roastbeef. Das habe ich beim letzten Part schon gesehen. Nur leider war ich dann wieder abgestürzt. Nö, 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 ich hau ab. Im Grunde ist er ziemlich einfach. Weil der, im besten Falle tötet er sich nämlich selbst, wenn er ins Feuer rennt. Autsch! Ja, ja, ja. Aber guckt euch den Schaden an, den er mit seinen Fäusten macht. Nicht viel. Und da kann man auch ganz einfach ausweichen, seinem Bull-Charge. Höp, höp. Und vorbei war es gewesen. Gib mir das gute Roastbeef! 3 Stück an der Zahl! Jawolligen, das sage ich doch mal Dankeschön. Und ein Upgrade? Vielleicht noch ein Upgrade? Nochmal ein Brauthuhn, Bock, Bock. Ey, das ist ja ein schönes Grillfest hier, wirklich. Ah, ich hab halten. Kommt da was, was mich unterschlagen könnte? Ja, da kommt da was. Und hepp. Und sliden. Nicht sliden, ich mein, ouch! Schnauze zuerst, was? Die haben es alle auf meinen Hintern abgesehen. Der sieht aber auch gut aus. Nix doch. Ich bin weggehüpft. Wuhu! So. Ja, ja. Ich lass dir keine Zeit. Ich lass dir keine Zeit. Autsch. Ey. Lecker mio. Hammer da. Autsch. Okay, gut. Man kann ihm doch nicht immer ausweichen. Und es macht dann halt auch viel Schaden. Ja. Ich hoffe nicht, dass das ein Paarungsruf ist. Ich bin ein blöder Sack. Keine blöde Kuh. Okay, alles klar. Und das müsste es dann gewesen sein. Und dann nutze ich erstmal eins von meinen Roastbeefs, um mich zu heilen. Moment. Roastbeef. Komplett geheilt. Hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwie geklitscht, dass es nicht auftaucht. Nein. Alles gut. Ist alles gut. Moment mal. Ich könnte doch jetzt einfach zurückgehen und speichern, oder? Jo, kann ich. Juhu. Hallo Kumpel. Ich bin nochmal hier, aber nur kurz, um zu speichern. Danke. Ja, das kann man so, so ausnutzen. Ich weiß. Ich weiß. Und dann macht man einfach... Ich gehe dir zu Knien. Du kannst mich mal sonst wo lecken. Juhu, juhu. Wie man das ausnutzen kann, ja? Einfach zurückgehen, speichern, wenn man den Boss besiegt hat und da wird gerade wenn ihr das hört, da wird gerade der Müll geholt. Da können sie gleich den Stiermann mitnehmen. Der ist nämlich auch hinüber. Autsch. Ist gut, danke. Halten. Hoch. Und halten. Hoch. Halten und hoch. Sliden, danke. Und weiter geht's zum Tigermann. Oh, Cutscene. Cutscene. Was kommt denn jetzt? Wer kommt denn jetzt? Oh ja, ich habe jetzt erfahren, diese Frau, die man gesehen hat in der Grabstätte, das war ein Feind, ein Alternativfeind, wenn man im ersten Teil die Carrie gespielt hat. Wow! Was zum Teufel? Was hast du da vor, Tiger? Nur eine kleine Warnung von Freund zu Freund. Sehen dir an,
Im Gegensatz zu dir konnte er das Siegel der Ungeheuer nicht aufbrechen. Dracula tat es für ihn. Was? Schließlich hat asketisches Training seine Grenzen. Und doch, Dracula hat die Grenze des Werwolfs mit Leichtigkeit überschritten. Vielleicht könntest auch du die Kraft finden, um diese Grenze durchbrechen. Ich warte auf dich, Cornell. Du bist nicht der Typ, der nach allem zum Sterben wird. Warte, was ist mit Ada? Moment. Verstehe ich das richtig, dass... Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja? Wolfsmenschen, das sind Menschen, die sich eben einer alten Kunst hier, die eine alte Kunst lernen, um die Kräfte der Wölfe zu nutzen. Und es gibt aber eine Grenze. Der Dracula hat mit seiner Macht diese Grenze gebrochen und dadurch sind die Werwölfe in die Welt gekommen. Sozusagen ist ein Werwolf ein Wolfsmensch, der seine bestialische Seite nicht mehr unter Kontrolle hat? Ganz ehrlich, das klingt sinnig. Das klingt sinnig. Ach je. Also das ist jetzt ein Wolfsmensch, der jegliche Menschlichkeit verloren hat. Wow, 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 alles klar, Freundchen. Autsch! Ach, das ist... Ach, das Rote ist hier Feuer! Alles klar, da kann ich also nicht drauf treten, habe ich verstanden. Ja genau, schubst ihn aufs Feuer, schubst ihn aufs Feuer, er soll brennen! Alter, Falter. Okay. Ich hab genug. Ich nehme einen Roastbeef. So. Also das könnte aus mir werden, wenn ich das Siegel breche. Möchte ich aber nicht wirklich. Autsch. Besonders, weil er klingt wie ein Dino. Mit Heuschnupfen. Was ist er? Yikes. Das sieht aber auch aus wie so ein fehlgeschlagenes Experiment. Ja. Und das war's gewesen. Seht ihr nämlich, ich habe nämlich den Vorteil, ich bin schlau genug und kann Heiliggegenstände nehmen. Der würde kämpfen, bis er stirbt, was er auch getan hat. Okay, heißt das jetzt, wir treffen jetzt... Oh, heißt das jetzt, der letzte Boss wird jetzt der Ortega sein hier bei dem Duellierturm? Halt dich fest! Danke. Und rein mit mir, jawohl! Also anstatt dem Tod werden wir wahrscheinlich auf Vollstreckungsturm 8, den treffen wir jetzt auch. Interessant. Den gab es doch auch schon im ersten Teil. Nice, nice, nice. Es geht voran, es geht voran. Und das ist jetzt Level 10, Vollzugsturm. Vollzug? Ich dachte Vollstreckung. Ach je. Ist ich heiche drin oder bin ich das nur? Hep. 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 Ach je. Autsch. Da war die Nase ab. Ich bin so schlecht im Einschätzen von Abständen daher. Aber gut, ich habe gesehen, da sind ja Schatten. Da sind Schatten, da kann ich drauf achten. Oh, Manni, Heilkugel. Kann ich nicht nehmen, weil ich bin so selten gebissen worden. Das ist aber auch der Punkt dafür, dass es ja Castlevania ist. Treffe ich hier auf... Hallo? Wie bin ich... Ich glaube, ich wurde geschubst, aber... Bitte was? Ich habe nicht gesehen, wodurch ich geschubst wurde. Oder wurde ich geschubst? Aje, aje. Also der Ortega, ja? Was war das denn jetzt? Da habe ich ein Rückwärtssalto gemacht ohne den Salto, weil ich cool wirken wollte, aber hey, ich bin nicht cool, ich bin hot. Hot und wet vom ganzen Schwitzen. Also ich wette mit euch, der Ortega wird wahrscheinlich zwei Phasen haben. Einmal seine Menschenphase und einmal seine Biestphase. Und er wird wahrscheinlich sowas wie ein Tiger oder ein Löwe sein. Also ich finde, der sieht so aus. Achtung auf den Schatten. Ah, ja. Bloß nicht hypnotisieren lassen. Zang. Höp. Spring. Bit. Weil ich die Sprungtaste nicht gehalten habe, oder was? Also. Naja, naja. Nicht so viel in der Frage. Nächstes Mal einfach besser machen. So. Yep. Und höp.
Weißt du was, du darfst mal leben. Ich ignoriere dich einfach. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Yep. Und yep. Und durch. Oh, dich habe ich komplett vergessen. Autsch. Und ich sollte dich nicht vergessen, weil ansonsten passiert so eine Kacke. Hm? Dann tust du dich hier freuen. Juhu, ich habe ihn getötet, endlich. Die ganze Zeit war ich hier an Ort und Stelle gewesen, habe drauf gehofft, dass jemand kommt und ich habe ihn getötet. Jawoll. Oder sind das Statuen ohne Verstand? Hüp, Autsch. Nicht flambieren. Hüp. Und hüp. Weg, 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 weg. So, Manni. Und zack. Puh. Och, zum Glück. Ich war zwar mit den Füßen in der Lava gewesen, hat aber nicht gezählt diesmal. Okay. Puh. Jesus. Man kann so übertreiben. Ach so, ich wurde da von den Stacheln untergeschubst, weil in dem Frame, in dem sie erscheinen, da kann ich da nicht stehen. Falls mich ja verletzen würde, aber hey, da tue ich mir doch lieber einen Nagel hier durch den Fuß stoßen. Und den kann ich wieder verarzten, anstatt dass ich hier in dem Flammenland, in dem Feuer lande. Yes. Das Feuer fliegt aber weit. Ja, 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 aber da. So, Manni. Danke. Runter. Ja. Pff, schon wieder. Zing, zing. Zing, zing. Zing, zing, zing. Das ist die Melodie der Schmerzen. Okay. Jetzt! Jawohl, jawohl. Ich hab die Sprungtaste nicht gedrückt. Ein Dolch. Ich will doch kein Dolch. Ich will meine Axt. Seidewitzka. Ach, Speichersprung. Danke. Danke, danke, danke. Da hätte ich nämlich auch einen hingesetzt. Alter. Ich wette mit euch, bei der Statue ist irgendwas Schönes. Daher. Alles gut, das ist auch der Grund, warum mir dieses Spiel so viel Spaß macht. Ja, durch die ganzen Speicherpunkte ist es weniger frustrierend. Wenn man mal irgendwo daneben springt, ja, kein Problem. Man hat ja kurz davor gespeichert. Und was haben wir? Ein Edelstein! Oh! Sehe ich aus wie ein Zubiris, was gerne Edelsteine frisst? Nein, bin ich nicht. Ich brauche zwei Edelsteine, aber dafür, das an so eine schwere Stelle hinzusetzen, ganz ehrlich, bei sowas würde ich doch eher sowas wie ein Upgrade hinsetzen. Ich schwitze schon wieder. Das ist das Interaktive von dem Spiel hier. Hup. Und hup. Und hup. Hoch, hoch, hoch. Ich habe die andere Statue gesehen, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich ist da auch nichts drin. Und das ist wahrscheinlich das Psychospiel von den Entwicklern, dass da wahrscheinlich was Passendes, was Cooles drin ist. Aber nö, nicht mit mir. Ach du Schande. Wie bin ich da jetzt durchgekommen? Alter! Alter, so was komme ich durch ohne einen Kratzer? Hä? Ich bin zu doof für sowas. Wisst ihr, was ich damit meine? Ich überlege nicht, ich mache einfach. Ich mache einfach und dadurch passiert mir nichts. Hä? Weil ich einfach nur mache. Hüpperle. Ne, der Stein schon wieder. Das sehe ich. Autsch, autsch, autsch. Feuer, 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 Feuer. Ei. Da sieht man auch wieder, da sind rostige Teile, die wohl abbrechen. Ja. Ja, da sehe ich was abbrechen tut. Und hopp. Ah, war ich Wasser. Warum habe ich das jetzt genommen? Ich wollte doch hier meine Axt behalten. Ich mag doch meine Axt. Ich werfe gerne Äxte. Ich frage gerne mal was. Gegengift, warum auch nicht? Nicht, dass ich es brauchen würde. Hep. Wo lang? Da lang? Hier lang? Ich glaube, das war jetzt der richtige Weg, aber na gut. Oh, okay. Da ist der Renon nochmal. Aber ich bin hier richtig. Jo.
Gut, bricht hier was weg? Nö, ja, vielleicht. Money, in der Gesundenkarte, schicke ich... Ah, jetzt bin ich wieder in dem Raum. Rückführung, tolle Sache. Nur von einer anderen Sicht. Jups, sah. Hm, soll ich da... Nee, das ist nur eine Ruine, oder kann ich da... Kann ich da drüber? Hm, probieren wir es mal aus. Nein, ich glaube nicht. Die Fackel, die dort oben steht, die ist einfach nur zur Verzierung. Wo hatte ich das jetzt gespeichert? Ah, genau, hier. Gut, alles tutti frutti. Ich habe das Gefühl, da kann man hin. Von da vielleicht? Nein, ich glaube, da bilde ich mir wieder was ein. Da kann man nicht hin. Das ist einfach nur ein Raum, wo man abspeichern kann, wo man was findet, wo man bei Renon was kaufen kann. Und jetzt muss man zurückgehen. Autsch! Wo ich dachte, das Feuer, das wird jetzt auf sich warten lassen. Nee, das Feuer, die ist pünktlich wie die Maurer. Oder pünktlich wie bei der Leichenhalle beim Verbrennen. Hehe. So, also. Hier geht's weiter. Hä? Was? Sorry! Lass mich raten. Feuersalamander? Hä? 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 Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Und schwing, schwing, schwing. Nicht einschlafen, nicht einschlafen. Es ist eine Sense, kein Pendel. Moment. Achso, ich dachte, da wäre ein Vorsprung. Ich dachte, die wären lebendig. Ah, jetzt bin ich hier. Oh doch, die wären lebendig. Oder von Geisterhand bewegt. Weg da, weg da. Ach, da ist... Nee. Unsichtbare Rüstung und die kann sogar runterfallen. Ne, guckt euch das mal an. Nehmt das. Tschüssi. Huhu. Na, wer will nochmal? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ich hab nur hier was zum Austeilen hier. Ich bin noch nicht mal richtig warm geworden, obwohl ich hier schwitze wie eine Sau. So, nächster Abschnitt. Hui. Sieht aus wie ein großer gebratener Marshmallow. Ah, verstehe, wenn der da reinfällt, dann spritzt die Lava. Und da gibt es einen schönen braunen Ton auf der Haut. Dankeschön. Zack. Also eine Jungfrau. Davon kannst du nicht noch mehr tragen. Ja, ja. Ich warte ja. Hep, spring. Lauf, 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 lauf. Oh, jetzt ist er weg. Einfach nicht denken, einfach nicht denken. Ach, du Schande. Lauf, 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 lauf. Whoopsie daisy. Und lauf, 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 lauf einfach im Kreis herum. Keine Zeit zu verschwenden. Immer weiter auf der Leiter des Erfolgs. Ey, ich rasse hier durch wie sonst was. Was ist das? Moment, ja. Sieht düster aus. Da fällt doch was runter, oder? Ach nee. Ah, jetzt steigen wir wieder hoch. Echt, sowas gefällt mir, wenn man in einem Level immer wieder andere, die in gleiche Orte sieht, aber halt auf einer anderen Sicht. Ich habe das Gefühl, hier könnte was durch eine Wand brechen. Habe ich mich zum Glück getäuscht. Speichern. Das Timing. Zu gut. Zu gut. Hep. Hep. Autsch. Wisst ihr, die Wunde, die man sich da zufügt sollte. Ach, ach, ja, 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 ja. Sollte vielleicht ein bisschen größer sein. Hä? Okay. Da wäre ich jetzt richtig cocky, ja? Also so richtig. Was heißt cocky? Wie würde ich das übersetzen? Da werde ich sehr. Sehr eingebildet, ja, dass ich versuche, das hier in einem Rutsch zu schaffen, aber ouch. Das wird doch immens cool aussehen, oder? Ouch. Okay. Es wird immens cool aussehen, wenn ich da einfach durchkäme, ohne einen Schaden, oder? Komm, das probiere ich das doch. Das probiere ich mal. Hep. Und hep. Und hep. Einmal durch. Ouch. Na, da war es vorbei gewesen. Und links, rechts,
und durch und hoppale. Aha, seht ihr dich, seht ihr dich, seht ihr dich, was der Jovo kann, wenn er einfach mal nicht nachdenkt? Speicherpunkt, dankeschön. Immer in die Ecken schauen. Da gibt es die schönen Sachen, die dein Leben verlängern. Ach so, jetzt bin ich hier angekommen und... Ups, Daisy. Jetzt bin ich hier bei dem mittleren Teil mit der Ruine, oder? Ja, wo ist er? Nein. Oh nee, das war was anderes. Bitte was? Ernsthaft, wofür haben sie hier die... Wenn da jetzt nichts Tolles drin ist, dann... Ein Kreuz. Nee, ja gut, Ansichtssache, was für ein Toll ist. Okay, ich glaube, ich muss hier einfach durchlaufen, oder? Hep, Feuer. Sense. Spring. Und hep. Und hüpp. Ach komm, oh, das wäre jetzt zu gut gewesen, wenn ich da jetzt einfach durchhüpfen. Ich bei sowas, da fühle ich mich selbstbewusst, ja, wenn ich hier einfach hier... Alle. Und, ouch. Okay, das macht auch nicht so viel Schaden. Und hüpp. Und hups. Day. Ouch. Ich glaube, das ist so, das ist meine Art Spiel. Das ist auch das, was mir gut gefällt bei dem Spiel. Es ist nicht immer alles nur kämpfen, sondern manchmal sind es auch wirklich dann solche, sage ich, Parkurse. Wo es nur darum geht, einfach auszuweichen. Hep und hep und hep. Und hupsi daisy und durch bin ich. So. Hep, ouch. Naja, da, das habe ich jetzt aus dem falschen Winkel, bin ich das angegangen. Okay. Der Part, der wäre jetzt eigentlich schon vorbei, aber ich bin gerade so gut drin. Ich habe gerade so viel Spaß, ja. Und es wäre jetzt der letzte Part für meine heutige Aufnahmesession. Deshalb spiele ich noch ein bisschen weiter. Hep. Und hep. Ah, da war der Sprung zu schwach gewesen. Musst du mehr. Was muss man essen, damit man Muskeln in den Beinen kriegt? Ich weiß, man kann Karotten essen, wegen dem Stoff da drin, dass man bessere Augen kriegt. Was ist es für die Beine? Braucht man Proteine? Für die Muskelbildung. Jeppale. Napta. Hupsasa. Und hupsidi. Hupst. Jeppata. Ja, ich weiß, ich mag meine Soundeffekte. Jep. Und hüpp. Einmal losgelassen. Moment, ich probier's nochmal. Nö, ich will lieber dranbleiben. Ich will nicht in die Lava fallen. Habt ihr es gesehen? Da kurz Moment. Und der Level ist vorbei. Perfektes Timing. Hey. Turm der Magie. Oh, das ist schick. Meine Damen und Herren, der Turm der Magie. So viele Kristalle. Alter. Oh, die Musik, also das... Was? Weint da jemand? Nein, dieses... Ha, ha, ho, hä. Oh, die Stimmung ist gleich so richtig. Und das ist jetzt Level 11. Ich glaube, ich bin mal so frei und schaue nach, wie viel Level umfasst das Spiel, ja? Damit ich nämlich auch einschätzen kann, wann ich mir vielleicht nochmal Sachen kaufe. Wobei die Sachen, die ich im Moment habe, ich habe 8 Brathühner, 4 Roastbeef, 3 Heilmittel, allerlei Heilgegenstände. Also ich glaube, ich bin gut bedient. Und ja, meine Damen und Herren, ich glaube so langsam aber sicher, ich würde vielleicht darauf wetten, dass es 13 Level gibt. Oder vielleicht sogar noch mehr, deshalb, das werde ich mal nachschauen. Aber trotzdem, es fühlt sich so an, als würde ich nach und nach meinem Ziel immer näher kommen. Immer weiter dem Turm hinauf, bis ich auf dem höchsten Punkt bin, der Turmspitze, wo dann der Kampf gegen den großen Boss, wer immer es auch sein wird, dann stattfinden wird. Vielleicht ist sogar der Ortega der große Boss, was weiß ich. Vielleicht der sich mit Dracula verbindet, was weiß ich. Wir werden es herausfinden in einer der zukünftigen Folgen von Castlevania Legacy of Darkness. Und wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.